Schauen wir mal, wie es in Geilenkirchen weitergeht. Helga Nickels ist am Apparat. Frau Nickels. Ja, hallo. Bitte. Freut mich, dass ich mal drangekommen bin. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Mhm. Ich bin auch eine lebenslange CDU-Wählerin. Aber seitdem Frau Merkel dran ist, dieses Alternativlos hat mich schon genervt. Und wenn man was abschaffen will, schafft man erst die Kohle ab und dann die Kernenergie. Dann hat sie alle fähigen Männer rausgemobbt. Und wenn ich heute das Wort Frauenquote höre, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin selbst eine Frau. Aber ich wäre froh, wenn wir wieder mal einen Mann dran hätten. Ja, den Herrn Merz natürlich. Den Herrn Merz natürlich. Die Frau Merkel hat doch alle Männer rausgemobbt. Demokratie verlangt das, vor allem bei veränderten Verhältnissen. Ja, sehr richtig. Bravo. Ist aber nicht so einfach, ne? Die herbeizuführen? Ja. Neuwahlen? Ja. Frau Merkel, wenn sie gehen wollte, kann sie das von heute auf morgen tun. Wir erinnern uns daran, dass Frau Merkel durch ihre Zitteranfälle seit dem vergangenen Sommer gesundheitlich angeschlagen ist. Sie ist aus dem Urlaub gekommen und hat sich wieder bei Staatsempfängen hingesetzt. Das heißt, sie ist in diesem Punkt verletzlich. Ich will jetzt aber nicht drüber reden. Sie könnte jederzeit, weil es alle Menschen gesehen haben, zum Bundespräsidenten gehen und sagen, ich möchte aus gesundheitlichen Gründen gehen. Und dann gibt es Neuwahlen, weil eine neue Koalition kommt dann nicht mehr zustande.